Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und zwar zu einer regulären Folge wieder, nicht so extrem lang wie aus dem Stream. Aber es war ja dafür auch der Stream. Also, das entschuldigt das, behaupte ich jetzt mal. Und wir machen heute im Prinzip so weiter, wie es im Stream aufgehört hat. Und zwar werden wir, wer hätte es gedacht, Geschenke durch die Gegend fahren. Hey, Stimmung. Und dazu gehen wir mal wieder den fahrenden Weihnachtsbaum abholen. Hier steht er schon bereit. Dieses hässliche Stück Auflieger. Gucken wir mal auf die Karte. Wir fahren nach Karlskrona. Und dass es nicht langweilig wird, fahren wir hier natürlich über die Landstraße. Ist ja klar. Dann geht's los. Aber ich will ja die Chance nicht verspielen, bei der Aktion nicht vielleicht doch irgendwas zu gewinnen. Außerdem will ich diese Kabinendekoration haben, die es da gibt. Ich glaube Plüschwürfel oder sowas. Und ein Hintergrund. Das ist eine ziemliche Wackelpartie, wie wir hier gerade sehen.
Ja, ich hoffe, euch hat übrigens der Stream gefallen zum großen Neujahrsjubiläum. Also im Prinzip der Neujahrsstream war es ja. Weil mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet es auch ein bisschen genießen. Und ich bin gerade am Überlegen, was das nächste Event ist, das einen solchen Riesenstream mit sich bringt. Es könnte mein Geburtstag sein. Wobei vorher wahrscheinlich die, vielleicht die 100. Folge vom American Truck Simulator rauskommt. Da wird es das Ganze natürlich auch geben. Und dann, wenn der Train, ach, der Train Simulator weitergeht, ja klar. Der geht ja weiter, wenn der Landwirtschaftssimulator weitergeht. Da bin ich momentan hart am Arbeiten, um das zu ermöglichen. Vor allem, weil ich auch jetzt einen neuen Mitspieler gefunden habe, der Interesse daran zeigt, am Landwirtschaftssimulator mitzuarbeiten. Und, oh, da ist Überholverbot, egal. Und der auch echt Ahnung und Kompetenz hat. Und da würde ich mich echt sehr drauf, sehr, sehr drüber freuen, wenn der bei uns mitspielen würde. Ihr kennt den auch. Er hat schon in anderen Videos mitgemacht. Und zwar ist die Rede vom guten Slotter. Wenn ihr bei ihm mal vorbeischauen wollt, dann klickt mal auf den Link in der Videobeschreibung. Da ist er ja drin. Der gute Slotter. Und schaut mal, was der so macht. Ich habe mit dem schon mal gespielt. Wir sind gerade die Multiplayer-Map am Aufräumen und Ausbessern. Und da haben wir schon mal zusammen das Gameplay getestet. Und das funktioniert einwandfrei. Hoppla, das war ein bisschen früh. Ist das jetzt nicht Kreisverkehr? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Na gut. Jetzt zwar nicht die so krasse Bremse, aber muss ja trotzdem nicht sein. Weil es halt aufhält.
Ich bin ja hier eh nur Transit. Von daher macht das nichts. Ja. Mein Gott. Sehr schön, so wie es sein muss. Und dann gebe ich nochmal gerade den Aufruf raus, wenn ihr auch mitspielen wollt im Landwirtschaftssimulator, bei Overwatch, bei Unreal Tournament, bei Spin Tires, das eigentlich auch nochmal weitergehen könnte. Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ist der Regen jetzt fertig? Sieht so aus. Oh, hallo Kreisverkehr. Ach so, hier ist ja der Blitzer. Bei dem ich immer sage, Glückwunsch, wenn du da schon. Nee, das ist gar nicht der, das ist der andere. Bei Fexio ist der. Wo ich immer sage, Mensch, wie kannst du da schon so schnell sein? Nee, wenn ihr mitspielen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und schaut auf meinem Discord-Server vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr drauf joinen und dann seid ihr Teil meines Development-Teams. Ich freue mich auf euch. Das ist jetzt quasi der Aufruf an alle. Nichts. Du wirst jetzt nicht runterschalten, nicht hochschalten. Du wirst jetzt diesen Berg hier rauffahren. Biegt ab einmal. Hält an, fährt warum auch immer nicht weiter, was eigentlich Vorfahrt, aber ja, ihr seid alle echt großartig, herrlich. Echt herrlich. Naja, gut. Sei es drum. Der Aufruf an alle, macht mit, ich freue mich auf euch. Weil ihr seid eine coole Truppe. Warum werde ich nicht langsamer? Ja, jetzt werde ich langsamer.
frag mich bloß, was sich die anderen Verkehrsteilnehmer denken, wenn sie mich mit diesem Auflieger sehen. Zum Glück kennen die mich nicht. Aber meine Kunden, die kennen mich. Aber gut, denen ist es ja egal, weil die haben es ja so gewollt. Die haben das ja so bestellt, dass ich das fahre. Und die zahlen mir dafür ja auch Geld. Also was das betrifft, das ist nicht das Problem. Ja, genau, weg. Weg mit dir. Ich deswegen liebe ich Nachtfahrten. Weil da nicht so viel unterwegs ist. Wobei es ist 5:30. Aber heller wird es ja hier nicht wirklich. Vor allem nicht im Winter. Schaffen wir es? Hält das, hält das, hält das, hält das. Ja. Hier. An dem Kollegen noch vorbei. Aber das wird wohl nicht möglich sein. Nein. Ich hasse es.
Ja. Warum ist da eine Ampel? Warum ist die rot? That sucks. Mein Kollege ist erstmal raus, sehr schön. Na. Schrecklich. Jetzt kommt der Kreisverkehr mit dem Blitzer, wo man schnell sein muss. Das Schlimme ist, mein LKW schafft das auch. Nee, Quatsch, hier ging es um 90. Okay, 90 ist echt eine Ansage. Oh, wie ich diese hasse. Die einfach nicht weiterfahren können. Wo man sich immer nur so denkt, ihr seid doch alle scheiße. Ist doch so. Genauso wie diese Berge, ne, die echt respektsteil sind. Knapp, mein Freund, knapp. Jetzt kommt da was.
Weg da, Penner. Aha. Idioten, alles Idioten. Ich hätte den als Kühlerfigur mitnehmen sollen. Das wäre doch was gewesen. Aber das Einparken wird jetzt noch lustig. Ach Gott. Wir fahren zum Netto, dem wohl engsten Anliefer, einer der engsten Anlieferplätze auf der ganzen Map. Ups. Das tut mir aber nicht leid. Jetzt haben wir einen Schaden. Aber den habe ich ja schon sowieso, also macht nichts. Ein Schaden mehr oder weniger. Alles okay, alles okay. Nicht das Schild, nicht das Schild. Ja, die Schilder, die hassen mich immer. Wenn du mit den Schildern zu schnell bist, hast du echt ein Problem. So. Moment mal. Nee, da nicht für. Da. Da blinkt schon weiß. Ist nicht wahr. Diese scheiß Einfahrt. Da. Steht da einer? Steht da noch einer? Super. Nein. Da hängen wir natürlich den Kopf aus dem Fenster raus. Sonst wäre es zu schwer. So, da sind wir. At least. Ja, eine unfassbar effektive Tour. Ich weiß.
Oh, bei der Werkstatt waren wir noch gar nicht. Wird jetzt mal Zeit. Ach, dieser Wendekreis. Der macht einen fertig. Löscht zwar Vorfahrt, aber gut. Mal sehen. Ja. Knapp. Ich stelle mich nicht ins Hotel, sondern lebe zur Werkstatt. Da geht's da rein. Also schwarze Felgen mit grünen Schrauben sind echt geil. Und dazu noch grüne Armaturen innen drin. Das ist Custom LKW auf hohem Niveau. Das, das und das. Es ist schon wieder dunkel. Sehr geil. Dann darf ich mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst doch auch einen Daumen nach oben da. Einfach, weil heute kurz nach Neujahr ist, genau. Oh Gott. Lasst doch ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Die anderen Videos sind es definitiv wert. Da könnt ihr gerne mal durch die Playlisten etc. durchstöbern. Kann ich nur empfehlen. Ja, Eigenwerbung hier, ne? Muss ja sein. Dann schaut auch auf meinem Discord-Server vorbei, wie am Anfang erwähnt, und auf meinem Twitch-Kanal für Livestreams etc. Und bei den anderen Leuten, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Die sind es auch wert. Werbung für andere. Check. Dann darf ich Danke sagen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und natürlich auch eine wunderbare Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.